Und nächste Rednerin war Aygül Berivan Aslan von den Grünen. Danke, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Antrag legt eigentlich dar, warum es für Frauen in Notlagen schwierig ist, sich irgendwie existenziell abzusichern. Natürlich gibt es heutzutage jetzt viele Maßnahmen und Möglichkeiten, die Gleichstellung von Frauen am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Aber ich habe das Gefühl, das Ganze bewegt sich in einem massiven Schneckentempo. Und um dieses Schneckentempo zu beschleunigen oder durchbrechen zu können, braucht es einfach viel stärkere Hebel, die man einfach ansetzen muss. Und zwar müssen wir unseren Fokus diesbezüglich auf die Sozialversicherungssysteme legen. Und da kommt für uns, vor allem für Frauen, kommt die Arbeitslosenversicherung und auch die Notstandshilfe sozusagen in Betracht. Warum die Arbeitslosenversicherung? Da kann ich Ihnen ein Beispiel nehmen. Angenommen, ein Zimmermädchen in Tirol muss dann nach Saisonende stempeln gehen, also um ihr Arbeitslosengeld sozusagen zu kriegen. Das Problem dabei ist, dass eben ihr Arbeitslosengeld einfach existenziell nicht abgesichert ist. Also sie kann davon nicht leben, weil es einfach zu gering ist. Und dazu kommt noch, dass sie dann später dann in der Pension auch dann irgendwie massiv dann benachteiligt wird durch dieses weniger Arbeitslosengeld und durch diese existenzielle Nichtabsicherung, die ja ihr zur Verfügung steht monatlich. So, und das Problem der Notstandshilfe kommt noch dazu, die dann abgekoppelt ist an das Haushaltseinkommen. Das heißt, es ist kein individuelles Recht, obwohl sie die gleiche Leistung ja einbezahlt. Aber wenn sie das Pech hat, Pech sage ich bewusst, wenn ihr Ehemann oder ihr Partner zu viel verdient, dann besteht die Möglichkeit, dass sie von dieser Sozialleistung gar nichts kriegt, ja? Oder dass sie zu wenig von dieser Leistung irgendwie kriegt. Das ist einfach ungerecht und fair und ist meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß und muss de facto sofort abgeschafft werden. Also wenn wir wirklich eine effektive Gleichstellungspolitik wollen, dann müssen wir die richtigen Hebel ansetzen. Und zwar da, wo es sich wenig bewegt, da, wo es immer noch ein Schneckentempo gibt. Und das kann nur funktionieren, wenn wir wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen ansetzen und eben die Frauenarmut in Österreich reduzieren zu können. Danke sehr. Sagte Aygül Berivan Aslan von den Grünen.